Ja, Momo Leute, euer Serui und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Bar 6. Und wir waren stehen geblieben. Ach, die Scheiße, das Artefakt ist kaputt. Als wir angefangen haben, zu überleben. Boah, sonst. So, was haben wir bisher gemacht? Das Problem ist, ich habe mal wieder eine Woche nicht gespielt. Einfach nur wegen diesem scheiß PC-Scheiß. Ich bin einfach heilfroh, wenn jetzt alles einfach mal funktionieren würde. So, wir haben drei Suppen. Ihr geht's gut. Sie kann los. Ich muss mir kurz einen Überblick verschaffen, was wir alles haben. Können reparieren, und zwar das Artefakt für 10. Wir haben 17. Ich könnte mir Suppe herstellen oder das Artefakt reparieren. Die Puppe ist auch wichtig, ne? Folgendes. Haben wir hier einen Ort, wo wir das Zeug kriegen? Da, in der Bibliothek. Wir müssen in die Bibliothek. Da kriegen wir eh das Buch. Das heißt, das Buch müssen wir gar nicht reparieren. Okay, wir gehen dahin. Und zwar mit dir. Und du nimmst mit. Was könnte denn hilfreich sein? Womit könnte man Chemikalien in Verbindung setzen? Damit. Dann nehmen wir noch eine Rüstung mit. Ich würde eigentlich gerne die Schaufel mitnehmen, aber ich glaube, dann kriege ich nur Geröll. Ich muss auf jeden Fall mehr von diesem Zeug kriegen, damit wir uns Suppe herstellen können. So, was haben wir denn hier so Schönes? Draußen zieht ein Roboter... draußen zieht eine Roboterstadt vorbei? Ja, Starlight City ist mobil. Sie schwebt über der Schattengrenze, die auf diesem Planeten Tag und Nacht trennt. Die Stadt hat sowohl eine Tag- als auch eine Nachtseite und bezieht ihre Energie zu 100% aus Sternlicht. Die Roboter der Stadt sind den anderen Robotern dieses Planeten technologisch weit überlegen. Vielleicht können sie uns helfen. Einer von euch könnte Starlight City einholen, wenn er sich beeilt. Wer soll es versuchen? Oh, wie cool ist das denn? Oh, warte, ich muss mal kurz meine Kamera einstellen. Eine Stadt, die zwischen Nacht und Tag pendelt. Ist das cool? Wenn die sich dabei noch dreht, hat sie ihren eigenen Tag- und Nachtzyklus. Oh, wie cool. Das, Alter. So eine Stadt wäre richtig cool. So. Brauche ich den Scheiß? Nein, den Scheiß brauche ich nicht. Hier, komm. Das kann alles weg. Ja, vielleicht kannst du bleiben. Soll ich mich heller stellen? Ich weiß es nicht. Wollt ihr mich heller haben? So? Ja, ich finde, das ist gut. So, bin ich heute mal ein helles Licht. So. Okay. Einer von euch könnte Starlight City einholen, wenn er sich beeilt. Wer soll's versuchen? Ich hab nur den. Puff, tot, alle weg. Das wär die schnellste Folge aller Zeiten. Aber ich muss die Socke reparieren, ne? Und mein Captain muss Futter bekommen. Ich hab eine Socke bekommen. Ich habe eine Socke bekommen und ich muss das Licht der Cam wieder einstellen. Also ich bin zu hell. So ein helles Licht bin ich nicht. So. Oh Mann. Oh, wie cool. Ich habe die Socke einfach bekommen. Wie krass ist das denn? Die schwebende Roboterstadt hatte sich verlangsamt, damit du aufholen konntest. Die Roboter gaben dir Sauerstoff und bestanden darauf, dir Geschenke zu machen. Ach, sie waren so schrecklich freundlich. Die Roboter von Starlight City sorgten sich, dass dir auf solch einer einsamen Welt langweilig werden könnte. Also gaben sie dir eine Socke, die deiner geistigen Gesundheit zuträglich sein könnte. Socke, Megan ist gegangen. Ja, nice. Oh, cool. Ja gut, dann kriegst du erstmal was zu essen, ne? Und dann stellen wir Essen her. Wenn die Socke schon repariert ist. Ich könnte zwar die Statue reparieren, aber so wichtig ist die jetzt auch nicht. Glaube ich. Glaube ich zumindest. So, was haben wir denn? Captain... Captain, erinnerst du dich an die Übertragung? Stimmt. Die Übertragung mit der Socke. Alter, was ist denn los? Die Folge fängt richtig cool an. Die vor kurzem erhalten haben, die mit den mysteriösen Koordinaten. Nun, sie ist wieder da. Wer auch immer sie geschickt hat, wartet wohl noch dort. Die Übertragung erinnert die Zuhörer immer wieder daran, eine Sockenpuppe mitzubringen.
Aber warum das nötig ist, wurde nach wie vor nicht gesagt. Wenn du es herausfinden möchtest, dann solltest du dir die Socke schnappen und loslegen. Ja, gut. Ja, wir haben die Socke geschenkt bekommen, wir können sie auch vernichten. Schade, Megan könnte sie gut gebrauchen, ne? Eigentlich schon, aber wir müssen ja auch irgendwie aus diesem komischen Planeten verschwinden. So hungrig bist du wahrscheinlich nicht mehr. Ja, Socke ist weg. Klasse. Wie gewonnen, so zerrann. Du hast dich dem Ort genähert, deine Sockenpuppe über eine Hand gestülpt und verkündet: Ich komme in Frieden. Hinter einem Felsen kam eine kleine, metallene Figur hervor. Ihr Name lautete 5H3-1L4. Und ihr enttäuschter Blick ließ dich zweifelsfrei wissen, dass sie jemand völlig anderen erwartet hatte. Leider bist du kein attraktiver junger Roboter namens Dumbo. 5H3-1L4. Oder wie es für deine menschlichen Ohren und Augen leichter zu verarbeiten ist. Shayla beklagt einen Glitch in ihrer momentanen Programmierung, durch den sie sich in den jungen Dumbo verliebt hat, obwohl ihn beiden bereits andere Partner vom System des Planeten zugestellt worden sind. Shayla glaubt, dass Dumbos Programmierung keinen Fehler aufweist und er ihre Liebe nicht erwidern kann. Du wirst von dieser tragischen Liebesgeschichte tief berührt. Ob ich auch berührt bin? Eher weniger. Du bist immer noch hungrig. Krieg die Socke geschenkt und dann ist sie weg. Ihr seid doch Kacke. Was haben die denn heute mit dieser Kacksocke? Ich hab nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung, Captain. Würde es dir etwas ausmachen, beim Gehen deine Hand vor den Mund zu halten? Ich dachte, du hättest heute Nacht gut geschlafen. Moment mal, könnte das hier Langeweile sein? Du solltest irgendwas tun. Okay, nehmen wir das Buch. Ah. Ja. Toll. Kriege ich eine Socke geschenkt und schmeiß die gleich wieder weg. Bullshit. Ja, cool, das Buch ist weg. Geilo! Gestern begann der Tag ziemlich schleppend, aber du konntest ihm eine Wendung zum Positiven geben. Wir kriegen ja das Buch gleich eh wieder, ne? Stimmt. Indem du dein Astrobürgerbuch durchgeblättert hast und der Toil, ich meinte der Luftschleuse. Dort hast du ein paar Übungen gefunden und beschlossen, sie auszuprobieren. Du hast den ganzen Nachmittag Hampelmänner gemacht. Was für ein Spaß, aber was wichtiger ist, es war gesund. Du fühlst dich jetzt viel besser. Buch ist weg. Cool. Nice. Nice. Ah, ist das toll. Ja, ah, so spielt man doch gerne. Ich habe noch drei von den Viechern hier. Captain, ich habe eine humanoide Gestalt entdeckt, die sich nähert. Es ist ein Roboter, der blind auf uns zutrudelt. Er ist direkt bis vor das Shuttle gelaufen und schlägt jetzt gegen die Außenwand. Den Armen scheinen ein paar Schaltkreise locker zu sein. Sollen wir ihn seinem Schicksal überlassen oder die Kommunikation? Ja, komm, kommunizieren wir. Wir haben genug Ressourcen. Wir haben genug Ressourcen. Tag 31. Der demente Roboter hörte nicht auf, mit dem Kopf gegen die Außenwand zu hämmern, also hast du dich entschlossen, ihn über den Kommunikator davon zu überzeugen, es zu lassen. Irgendwas von dem Funksignal musste das funktionsschwache Robotergehirn erreicht haben. Der Besucher blickte vergnügt rein und latschte den Kopf schüttelnd davon. Wahrscheinlich hatte er einfach nur eine schlechte Nacht. Warte auf Infos von Sheila. Oh, es geht mit Sheila weiter. Ah, okay, dann war das nicht umsonst. Dann war das nicht umsonst. Einer der auf diesem Planeten heimischen Roboter möchte sich im Zweikampf mit dir messen, Captain. Der Herausforderer lässt dir die Wahl, ob er seine Überlegenheit dir gegenüber in einem Wettstreit eurer Intelligenz oder der bloßen Körperkraft unter Beweis stellen soll. Logikrätsel oder einen Wettlauf um das Shuttle, um zu sehen, wem zuerst die Puste ausgeht. Was soll's sein? Aber Stärke für Laufen? Wieso nicht Beweglichkeit? Okay, also wir haben einen Roboter. Roboter sind eigentlich perfekt in Logikaufgaben, ne? Roboter machen bestimmt keine Fehler in Logikaufgaben. Aber ich könnte ihnen ein Bein stellen beim Laufen. Das muss es sein. Das muss die richtige Lösung sein. Man muss ein bisschen nachdenken. Es war riskant, einen Maschinen. Oh, der ist am Vorhang, schade. Shit.
Es war riskant, einen Maschinenmenschen in Sachen Ausdauer schlagen zu wollen, aber du hast gewonnen. Es ist nicht leicht, in einem Raumanzug zu rennen, aber die mechanischen Gelenke deines Kontrahenten waren deinen organischen nicht gewachsen. Der Roboter nahm es sportlich und dankte dir für den unterhaltsamen Wettbewerb, bevor er verschwand. Schade, dass wir nicht gewettet hatten. Megan, wie... Hat Megan das Ganze mitgebracht? Alter, Megan. Oh. Megan ist von ihrer Bibliotheksexkursion, ne? Nicht Sexkursion, sondern Exkursion, zurückgekehrt und vermutlich durch das viele Lesen ziemlich erschöpft. Sie beschwert sich über einen knurrenden Magen. Ich beurteile ihren psychischen Zustand als etwas instabil. Megan sagt, dass die Bibliothek ein unvergesslicher Anblick ist. Und das Buch habe ich auch bekommen. Mhm. So. Megan ist auf einigen herumliegenden Datendesk ausgerutscht und so in einen stockfinsteren Raum gestolpert. Sie ist einige Male hingefallen und hat ihren Kopf ziemlich heftig gestoßen, während sie den Weg zurück zum Hauptkorridor gesucht hat. Megan hat bei diesem Ausflug etwas Nützliches gelernt, als sie zurückkam. Hat sie im Shuttle auf ein paar Dinge gezeigt, die wir umfunktionieren könnten. Okay. 4 Suppendosen. Geil. Geil. Okay. Aber hungrig bist du nicht. Oh man, shit. Ich hab dich vergessen, du. Tut mir leid. Gut, dann machen wir für Megan mal die Sockenpuppe ready, ne? Zwei Runden musst du durchhalten, Megan. So. Geil. Ich glaube, das hier beruht, also hier ist ja ein Zeichen mit mehreren Männern, das beruht auf die Gesamtstärke der Mannschaft. Da ich momentan ziemlich schwach bin mit beiden, ne? Da ich ja weiß, dass Menschen die Sklaven ihrer eigenen Gefühle sind, kann ich gut nachvollziehen, dass Sheila zu dir zurückkam. Oh, und warum jetzt? Oh, um etwas Rat bezüglich ihrer romantischen Mission einzuholen. Gibt es eine Möglichkeit, einen anderen Roboter dazu zu bringen, sie bedingungslos zu lieben? Oder ist es vielleicht möglich, sie komplett von ihrem fehlerhaften Gefühlsmodul zu befreien? Jetzt ist es an der Zeit, deine grundlegenden menschlichen Instinkte mal wieder hervorzukramen. Ah, ja, gut. Keine andere Wahl. Ich muss irgendwas machen. Scheiße. 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 Wingpot. Errungenschaft freigeschaltet. Du und Sheila habt zusammen entschieden, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Du hast versprochen, ihr dabei zu helfen, in Dumbos Programmierung einen ähnlichen Glitch hervorzurufen. Vielleicht wird ihm das dabei helfen, Sheilas Gefühle zu erwidern. Ich muss schon sagen, Captain, das ist nicht gerade die ethischste Lösung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Gesellschaft klare Regeln zur Partnervermittlung aufgestellt hat. Du solltest wohl nach Ersatzwerkzeugen und Teilen suchen. Ich bin mir sicher, dass Sheila einige Dinge brauchen wird, um den Eingriff durchzuführen. Megan ist weiterhin ganz gesund. Du fühlst dich, als könntest du Bäume ausreißen, irdische und außerirdische, Captain. Du wirst langsam ziemlich hungrig, Captain. Megan hat sich ausgeruht. Megan beschwert sich über einen leeren Magen. Ah, das war wieder eine Missionsentscheidung, ne? Aber wir haben ja... Oh, guck mal, wie glücklich ich bin. Wir sollten definitiv was essen, damit unsere Werte nach oben steigen. Weil wir brauchen die Stärke. Wir brauchen dringend die Stärke. So, wir haben das Ziel des Captains natürlich gemacht. Deswegen ist er jetzt super glücklich. Deswegen ist er geschmeidig, brillant und stark. Alter! Alter, und wenn er jetzt noch richtig schön satt ist, dann geht's ab. Mein Metalldetektor hat ein uraltes robotisches Artefakt entdeckt, das in der Nähe des Shuttles vergraben liegt. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber es ist eine Kaffeemaschine. Eine gute obendrei. Trinken Roboter überhaupt Kaffee? Wie dem auch sei, die Kaffeemaschine ist nicht besonders tief vergraben. Du solltest sie mit bloßen Händen ausgraben können. Sie sind gut erhalten. Aha. Willst du sie bergen? Wieso nicht? Ich sehe da jetzt nichts Negatives dran. Es sei denn, es ist ein Roboter! Oh. Aber uns geht's gut. Sockenpuppe! Achso, die Sockenpuppe habe ich hergestellt. Du grubst die Premium-Kaffeemaschine, die in der Nähe des Schalls vergraben war, zusammen mit Megan aus. Sie war sogar noch mit Kaffeebohnen gefüllt, die gentechnisch auf den Geschmack von Robotern angepasst waren. Der in der ganzen Galaxie als langanhaltend und vollmundig bekannt ist. Die Bohnen sahen immer noch prächtig aus. Aus der Kaffeemaschine kam nicht weniger als der beste Kaffee, den ihr je in eurem Leben getrunken habt. Ihr saßt stundenlang zusammen, philosophiertet darüber, wie Roboter diese eigentlich den Menschen vorbehaltene Kunst des feinen Lebens derart perfektionieren konnten. Ja, cool. Ja, Megan.
Du kriegst Essen und eine Puppe. Und dann gehst du nämlich morgen wieder los und holst noch mehr Ressourcen. Ist hier ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, na gut, die Statue ist eh am Arsch. Captain, wir haben einen ungebetenen Besuch. Eine Horde Roboter-Pinguine hat das Shuttle vollständig umzingelt. Sie wirken feindselig, aber wer weiß, vielleicht schwingen sie die Messer aus einem anderen Grund. Das sind Gartenpinguine, Captain. Die Art billige Dekoration, die ein reicher Roboter in seinen Vorgarten stellen würde. Alle ihre Computer wurden von einem mordlustigen Virus angegriffen. Was wirst du mit ihnen tun? Klebeband? Waffe? Waffe ist ja das Naheliegendste, ne? Deswegen sollten wir das auf jeden Fall nicht nehmen. Was man mit einem Klebeband machen soll, ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal die Statue, auch wenn sie kaputt ist. Go. War das ein Fehler? Du hast Megan bei der Hand genommen und das Artefakt über den Kopf gehalten. Dann bist du voller Zuversicht in die Ansammlung der Gartenpinguine gelaufen, die das Shuttle umstellten. Der heilige Füllefanz befiehlt euch, diesen Ort zu verlassen, sagtest du. Die Gartenpinguine starrten dich durchdringend mit ihren roten Augen an. Schließlich ließen die kleinen Dekorroboter ihre Messer sinken und watschelten weiterhin starrend rückwärts davon. Ihr hattet so viele Fragen und dein Schlaf war nicht mehr zu denken. Du wirkst nicht mehr so aufmerksam. Megan hat aufgehört, um Suppe zu betteln, fürs Erste jedenfalls. Wieso ist sie immer noch schwach? Die hat doch die Sockenpuppe gehabt. Keine Ahnung, habe ich irgendwas falsch gemacht? Captain, unsere Systeme laufen unterhalb ihrer optimalen Werte. Ich konnte herausfinden, dass die Verkabelung möglicherweise fehlerhaft sein könnte. Ich schlage vor, dass du einen Blick unter die sprichwörtliche Haube wirfst und die Kabel reparierst, bevor eine Störung auftritt. Die Kabel sind verknotet und verstaubt in einer dunklen Ecke versteckt. Du wirst allein herausfinden müssen, wie du das hier lösen kannst. Ich vertraue deinem Instinkt. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Ja, wir sind exzellent momentan in der Intelligenz. Und ich denke mal, easy going. Na gut, dann müssen wir warten, bis Megan von alleine wieder stark wird. Schade. Normalerweise hat das mit der Sockenpuppe gereicht. Gut gemacht, Captain. Du hast dich als geschickt genug zur Reparatur des defekten Komponenten erwiesen. Die Schiffssysteme arbeiten nun mit ihrer Standardleistung. Ich fürchte, das Schiff fällt wirklich auseinander. Wir hatten nicht genug Zeit, um es ordentlich zu Ende zu bringen. Wer hätte erwartet, dass so plötzlich eine Atomkatastrophe ausbricht? Nun, ich hatte das. Aber niemand hat mir zugehört. Nie hört jemand den Computerassistenten zu? Naja, ich schätze, so ist das Leben. Nur Einser und Nullen. Größtenteils Nullen. Oh Gott, Megan, du frisst hier echt alles auf. Gefällt mir nicht. Unglaublich, Megan hat ganz in der Nähe eine Astrobürger-Notfallkiste entdeckt. Ich habe soeben überprüft, die Wahrscheinlichkeit, dass uns das passiert, ist verschwindend gering. Leider ist sie leer, bis auf eine Safe-GS-Spritze. Standardflüssigkeit für Astrobürger-Verjüngung. Megan soll die Spritze bekommen. Vielleicht wird sie wieder fit. Das wäre richtig klasse. So, Megan hat die SAVGS-Spritze verwendet, die wir in der Frachtkiste gefunden haben. Sie fühlt sich heute viel besser. Megan wird zwar immer noch hungrig und andere blablabla, doch ihre mentale und körperliche, ja, Sockenpuppe ist ready. Ja, dann machen wir noch eine Dosensuppe. Wir können auch zwei Dosensuppen machen. Machen wir definitiv. Was haben wir hier? Hamsterer, glücklich, ja, nice. Okay. Sheila, die aufgewühlte Roboterdame, versucht momentan, mechanische Teile und Werkzeug zusammenzusuchen, die ihr dabei helfen können, eine Fehlfunktion in einem anderen Roboter namens Dumbo auszulösen. Sie hofft darauf, in Dumbos Programmierung eine Liebe erzeugen zu können, die ihr ihren gleicht. Hast du irgendwas, was Sheila verwenden könnte? Ja, die Waffe hier, komm. Einfach auf den Partner richten und sagen, hey, du bist mit mir zusammen oder erschieße dich. Funktioniert immer. Habe ich bei Reggie auch gemacht und wir sind jetzt zusammen. Kann ich euch nur empfehlen. Werd wieder stark, muss los. Sonst schieße ich dich, Megan. So habe ich sie auch in den ins Raumschiff gelockt. Waffe auf sie gerichtet und los geht's.
Interessante Wahl, Captain. Die Waffe enthält eine Menge nützlicher Komponenten. Shida konnte sie auseinanderbauen und die bestehenden Teile für Dumbos interne Mechanismen wiederverwenden. Sie scheint sich sicher zu sein, dass sie einen Nutzen dafür finden wird. Ich muss dich aber warnen, Captain. Mit diesen Teilen muss man äußerst vorsichtig umgehen. Hoffen wir, dass Sheila weiß, was sie tut. Captain, du solltest wissen, dass als Einmischung in die Regelungen zur Partnervermittlung dieser Gesellschaft gesehen werden kann. Was? Dass das als Einmischung in die Regelung der Partnervermittlung dieser Gesellschaft gesehen werden kann. Das vollständig objektive System hat sowohl Sheila als auch Dumbo bereits andere Roboterpartner zugewiesen. Du solltest wissen, dass dieser Prozess äußerst zuverlässig ist, denn er ist komplett automatisiert und frei von jeglichen Gefühlen. Eine Waffe verloren. Täuschen mich meine Sensoren oder hast du gerade eine Waffe aus deinem Schuh gezogen, Captain? Hier hast du meine Waffe, ich habe ja noch eine andere. Oh, nicht schlecht. So, du bist hungrig. Ich halte sie am besten fit. So. Werd gesund. Megans Kindheit bestand aus, oh Gott, ich muss niesen. Megans Kindheit bestand nur aus Lernen für die Schule und Aushelfen im Laden ihrer Eltern. Klischee. Sie wollte schon immer Gedichte schreiben, versuchte sich aber erst vor kurzem daran, nachdem sie Astrobürgerin geworden war. Sie hat dir eine Lesung ihrer Werke vorgeschlagen, Captain. Du musst dich nur hinsetzen und zuhören. Willst du einige Requisiten auswählen, um die Lesung spannender zu gestalten? Ja, hier, komm. Feuerzeug ist, glaube ich, wichtiger. Tag 39. Willst einmal schaffen, komm schon. Hoppe. Du hast die Rüstung als Requisite für Megans dramatische Gedichtslesung ausgewählt. Sie wählt ein episches Gedicht über einen Kriegsmönch im uralten China auf der Suche nach dem gestohlenen Schwert seines Meisters. Die Geschichte hat dich so gefesselt, dass du kaum gemerkt hast, dass schon eine Stunde vergangen war, als Megan zum Ende kam. Im Anschluss verbrachte Megan etwas Zeit damit, die Rüstung zu überarbeiten, um sie für die nächste Lesung noch schöner und funktionsfähiger zu machen. Sie hat die Rüstung verbessert. Ich hätte das Feuerzeug verbessern können. Ah. Megan, werd wieder stark. Was ist denn los mit dir? Gut, Freunde. Ich würde sagen, morgen geht's in die nächste Runde.